Nein, aber ich habe heute einen Covid-Abstrich gemacht. Nee, das leider auch nicht, Mann. Nee, ich war einer Person. Und ich habe das Stäbchen aus der Nase wieder rausgezogen, ne? Und dieses Stäbchen war rot. Junge. Ich dachte, das ist scheiße. Wirklich. Und dann sehe ich Nasenbluten. Und dann so, oh Bruder. Wie tief hast du denn das Stäbchen da in die Nase reingesteckt? Ich weiß es nicht, Mann. Das muss halt eigentlich wirklich tief rein, aber ich weiß ja nicht, Tobi. Ja. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, Mann. Aber Tobi, wenn du deine Hand noch mit drin hast, dann ist das vorbei. Tobi, da habe ich die Pumpe rausgezogen. Tobi, ich habe da eine Frage. Liegt das jetzt daran, dass du den einfach zu tief reingesteckt hast, oder liegt das einfach an der Person? Ich weiß es zumindest nicht. Also bei anderen Personen klappt es halt wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass die Nase einfach, gerade wegen der Kälte oder so, hat einfach ausgetrocknet. Ja, also bei mir, also ich weiß jetzt nicht. Bei mir wäre das kein Wunder gewesen. Relativ häufig genau. Also bei mir wäre das kein Wunder gewesen, dass du das gemacht hast. Tobi, machst du das auch nochmal bei mir? Covid-Abstrich? Sehr gerne, Martin. Kann ich machen. Aber du wirst mich danach passen, Mann. Warum tut das weh? Ja, es gibt zwei Regeln dafür, Martin. Es gibt ganze zwei Regeln. Die erste Regel ist, wenn du es in den Mund reinpackst, dann muss der Patient das Gefühl haben zu spucken, sich zu übergeben. Und wenn du es in die Nase reintust, dann muss es zum einen brennen und zum anderen muss der Patient dabei niesen. Das sind die beiden Regeln. Wenn du die beiden erfüllst, dann ist der Covid-Abstrich. Also, warte. Ich muss... Das habe ich beim Kieferorthopäden trainiert. Ja. Ich muss niesen, während du mir etwas niesen während du mir etwas in die Nase reinsteckst. Ja. Genau, weil wenn ich hinten deine Schleimhaut berühre, das ist so ein Reflex, der ausgelöst wird. Und deswegen niesst du. Geld, yippie. Okay. Ja. Boah, wenn du nicht niesen würdest, dann hätte ich die Schleimhaut nicht berührt. Die Abdrücke machen. Ja. Du hängst dann da so. Wirklich. Also ich weiß, wenn ich danach nicht kotze, dann hat Tobi seinen Job nicht gut gemacht. Genau, das ist es. Boah, das ist das teilweise schwierig. Wir sagen, das kommt häufiger mal vor, dass die Patienten den Ärzten dann auf den Schoß kotzen. Ja, das ist nicht, also das ist wirklich nicht selten, das stimmt. Den Würgereflex gibt es nicht ohne Grund. Ach doch. Außer Lisa Ann, die hat den nicht mehr. Oh, Jungs, ich glaube... Oh, zwei Tommys, ja, hallo. Tobi, ich glaube, dass wir wieder ein Duel ist, Runde. Die Molester Boys. Bei mir nicht. Ich hab was anderes vor. Brawler hast du. Nee, Junge. Arnholz wär's. Jungs, das ist es. Arnen. Ich spür die Liebe. Arnenholz. Ich spür die Liebe. Arnenholz. Und er sagt's auch noch stolz wie Oscar. Arnholz wär's. Wirklich. Jungs, das wär's einfach. Haltet durch. Stolz wie Oscar. Neues deutsches Sprichwort, was ich mir angeeignet hab. Ja. Das ist gut. Krass, Matti. Danke. Man könnte meinen, nach 19 Jahren in Deutschland bin ich auch soweit. Almanisiert, nicht aktuellisiert. So. Den wir unten kennen, ist das Weihnachten. Nur ein einziges Item aus allen drei Runden? Mager. Fühl ich, Betty, fühl ich. Ja, mager. Ich auch. Ich hab zwei bekommen. Ich hab ein Dredge-Pack bekommen. Sehr gut. Ich hab auch ein Dredge-Pack bekommen. Ich hab ein Giants-Belt bekommen. Was soll ich denn mit einem Giants-Belt? Noch schön. Das ist doch schwierig, das stimmt. Hey, ich höre euch. Alex, bist auch wieder da. Ja. Hey, dich will ich eigentlich nicht haben. Das ist gemein. Wie, was, hä? Ist eine ehrliche Meinung, musst du respektieren. Alex kommt in Channel, Martin, 2 Sekunden später, dich will ich eigentlich endlich. Ach so. Also gar nicht aufgefallen. Toxisches Verhalten ist das hier schon wieder. Ja, Martin steht einfach dahinter. Ja, so sieht's aus. Hurensohn aus Überzeugung. Ja, hey. Martin ist halt der toxischste von allen. Der toxische Boss. Ich muss sagen, einkaufen war heute auch ein Erlebnis. Jonas hat seit 48 Stunden nicht mehr geschlafen. Das war wild. Was? Ja, macht er das jetzt wirklich? Der zieht durch. Echt? Krass. Wir hatten gestern drüber geredet. Und da meint Jonas halt so, wie kann man ohne Schlaf noch auskommen? Dann hatten wir irgendwie eine Studie gelesen, der Typ hat irgendwie mehrere Tage halt dann durchmachen. Ich glaube, es waren 11 Tage. Aber
deine Reaktionszeit verdoppelt sich halt schon. Mhm. Und du bist halt dann am Ende eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Und dann meint Jonas, oh Digga, so 72 Stunden wenigstens, würde ich eigentlich schon mal gerne ausprobieren. Macht er nicht. Und halt eben eine Nacht durchgemacht, hat dann beschlossen, wow, schlafen wird überbewertet. Ja. Geil. Weil, ja, ich, Jonas so. Legende. Ich konnte nicht gut schlafen, ne? Ich schlafe aber gar nicht mehr. Mhm. Ausgedribbelt. Ja, okay. Ganz genau. Da ist was dran. Deutscher Star Topstar. Alter. Oh, macht es. Ja, Sivir. Sie ist es. Da Sharpshotter. Ich habe eine Sivir mit 15% gerade bekommen. Bro. Du bist schon Level 4 gegangen. Level 4? Ich bin beim ersten Kampf schon Level 4 gewesen. Maschallah. Schalmaha. Will ich. Ah. Oh. Hören Sie bitte auf zu pfeifen. Nein. Pfeifen tut also Discord stark in die Ohren weh. Lass die Seifener dann fallen. Syphilis darf man fallen lassen. So sieht's aus. Ach nein, kein Brand. Ich habe noch keine Upgrades. Aber der Schuss kam noch raus. Niederliegen, One-Hit ihn. Bam! Oh nein! Jetzt wäre natürlich Fortune geil, aber ich habe kein Fortune. Das ist unglücklich, Daniel. Ja. Da fühle ich mit dem. Ich wollte auch Fortune gehen, aber es kam nichts mehr. Schräg, ja, ich wollte auch, aber. Ich hatte nur Annie und Tam Kench gekauft und dann dachte ich mir auch, ja komm. Ja, same. Jetzt kann ich Vierer Sharpshooter drin haben, also Parry auf Vierer Sharpshooter. Ich hatte halt nicht vor, Sharpshooter zu spielen, dann ist es halt jetzt Dragon's Toll. Ist ja auch spannend. Oh, ja. Es wird ja nicht schlecht, weil es mehrere versuchen. Wird nur schwieriger. Grithandschuh für Shyvana. Schön Head of Justice. Fühle ich. Schön dicke Shyvana. Mach doch einfach. Bin ich alle noch gebrochen? Vega? Nee. Ich glaube, ich nehme mal Tränen. Tränen sind immer gut, ne? Hey. Tendenziell nie abgegeben. Ey, Tobi! Es tut mir leid. Nee, also ist ja so, ich hab das schon, aber. Ey, Tobi, direkt, tut mir leid. Leben. Tut mir leid. Ja. Tut mir leid, dass ich lebe. Das war mein Fehler. Aber das Item brauche ich und sonst ist Ende. Ist ja kein Problem, kannst du haben. Hab ich nichts gegen. Fühl ich. Das ist ein Fehler in mir, okay. Fühl ich, Digga. Wenn der. Hext dich ganz nett. Audi Skill macht. Dann behalte ich diese. You? Ja. Martin, weißt du, was ich meine? 3-1er-Units, das geht los. Irgendwie bist du leise, ich mach dich mal lauter. So. Ja, mein Headset geht so langsam kaputt. Meine rechte Ohr-Ding. Ja, genau. Die geht langsam auseinander. Geil. Da ist die Nachricht. Jetzt guckt er das Memory Foam raus. Das heißt, ich habe jetzt immer meine Eltern nochmal Neues bestellt, weil Corsair keinen PayPal nimmt, sondern nur Kreditkarte. Echt? Ist ja Zufall, so will, habe ich keine Kreditkarte. Ja, ärgerlich. Hast du versucht, über einen Drittanbieter zu bestellen? Amazon hat es im Moment nicht und bei Alternate kostet es 50 Euro mehr und würde 50 Tage zu liefern dauern. Also habe ich meine Mom angeschrieben, kannst du mir was bestellen? Das und das hätte ich gerne. Die nehmen nur Kreditkarte. Meine Mom, ja, Marina heute Abend. Ja. Hat sie es bestellt. 50 Tage ist halt auch schon, ist eine Hausnummer. Da wollte ich dann auch nicht so viel. Ja, ich sag mal so, es ist schneller als deine Kamera. Ja, die ist ja gar nicht mal angekommen. Die wurde auch gar nicht versendet. Ach so. So, die haben gesagt, jo, das ist in ein paar Monaten wieder auf Lager, dann versenden wir das. Ein paar Monate später. Nee. Einfach nee. Weißt du ja nicht, bist ja netter, aber. Nee. Bestellt haben wir das. Ich glaube, letzten März. Es war Ende März. März, April. Zu Beginn, irgendwie zu Beginn des ersten Lockdowns. Und irgendwie im Januar haben wir die Mail bekommen, dass es nicht mehr ankommt. Ja. Wow. Da hat man sich Zeit genommen in der Logistik. Wirklich. Logistik-Game wurde einfach durchgespielt. Das war ein langer Weg, einfach nur einmal zu gucken, haben wir das Gerät da? Nein. Produzieren sie das überhaupt noch? Huch, nein, dann so. Nicht. Dann tut mir das leid. Kann ja mal passieren. Bin ich sauer?
ein. Es ist lustig. Es spielt keiner Dragon's Soul, aber ich krieg keine Dragon's Souls. Oh, ich hab unten gerade den Chosen Brand of Mage. Ich will aber kein Brand spielen, ich will eine dicke Shyvana. Ich will auch kein Brand spiele, fühle ich mich nur ehrenlos. Ich möchte auch kein Brand spielen, ich möchte mal anders ausprobieren. Ich habe bisher immer nur Dragon's Soul versucht und bin gescheitert. Oder Darius. Gut. Aber Darius ist auch... Die Old Reliable, einfach Darius. Ist auch einfach eine geile Unit. Geil, ein Zed. Oh, ein Vega, hallo. Ja, kein Zerod-Portal. Hallo. Ich will nicht noch einen Crit-Handschuh. Ich will eine Trine. Lassen Sie Schwert, ja. Items kriegen. Aus. SS. Wie, Tobi ist unbesiegt. Ja, ich bin noch unbesiegt. Ich frage mich halt nur, wie lange, weil wenn du mit Meisterschütze da einmal ankommst, dann ist ja, meine Frontline auch also weg. Also das letzte Mal war es knapp. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich Vierer, ja, Sharpshooter und Sprit dazu. Heißt nicht Sprit, heißt Sprit. Ich bin... Hartsprit. Sprit. Sprit. Das ist ein Diesel. Diesel ist aber schlecht für die Umwelt. Ah, tschüss, Yannick. Ach, leck mich. Tobi, nein! Die Nidalee wird den Speer werfen. So Nidalee, wirf doch einfach den Speer! Danke. Mann, die sind halt schon ziemlich strong. Ich weiß nicht warum, aber die Bäume, Junge. Die hauen rein. Das sind einfach die Molester-Boys. Mutter Natur macht dich kaputt. Ist so, oh Mann. Ey. Mother Nature, fucks you. Da kommt einfach mal der Holzdildo, aber unangekündigt. Junge! Lass mich kurz überlegen, ich glaube, Mauke hat auch eine Voice-Line, wo er sagt, ihr wollt in den Wald fliehen. In der Wald. Der gute Mario-Kai. Oh, der gute Mario-Kai hat das Spiel endlich durchgespielt. Oh, Digga, Tobi, wenn du den alten Mario-Kai kennen würdest, ich glaube, die Ulti wäre richtig nach deinem Kaliber gewesen. Ach, ich weiß nicht, um Ezra nicht, die kenne ich gar nicht. Du drückst quasi die Ult, du kriegst reduzierten Schaden und um dich herum gibt's ein großes Feld, in dem du reduzierten Schaden kriegst. Ja, und den pfefferst du irgendwann zurück. Wow. Okay, die ist stumpf. Das könnte ich sogar. Der ist aber auch stumpf. Ja. Wurzel vorwärts. Stimmt. Leider hat der Typ, mein Gegner hier gerade eine Chosen 3er Shyvana, Diana. Die ist ein bisschen busted. Mein erster Sieg! Okay. Ja! Wer ist der Typ? Trauer! Ach, der ich werde gerade auch gebastelt. Vierer Spirit hat er. Den Kindred habe ich gar nicht gesehen. Die Mann, Janik! Oh Leute, ich habe gereholt, das wollte ich gar nicht. Also, solange du noch über deinen 50 Talern bist, ist es ja egal. Ja, jetzt bin ich wieder Talern. Oh, da ist ja schon die... Ja, Sivir. Jo, göttlich und Entzieher. Ist das jetzt echt so eine heftige Kombi? Göttlich und Entzieher? Nasus. Ja, der erste. Nasus. Ja, Nasus. Ach so. Das ist relativ strong. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das heute tatsächlich mal gespielt und ich habe damit übelst auf Fressbrett bekommen. Kommt halt ich muss halt schon gute Items kriegen. Kommt halt Items. Ja, gut, okay, dann halt nichts geht über halt. Gunblade, Titans Resolve und Blue Buff auf dem Vladimir. Ah. Das Vladimir. Ist einfach nur toxisch. Vladimir ist aber auch ein Erlebnis an sich. Ja, ich hatte heute aus Trollen Triple. Wie heißt das? Hand of Justice auf Vladimir. Hand of Justice? Wow. Ja. Oh, kann ich mich dicke Jo, er hat schon die Diana auf drauf, Mann. Ja, aber die ist Chosen. Gegen den habe ich gerade auch deswegen verloren. Ja. Und das Item, was er auf hier hat, der Giant Slayer drauf, ist absolut useless auf hier. was willst du damit auf hier? Ja, gut, das ist schwierig, aber trotzdem. Oh. Mann, du gehst. Ah, du Arsch! Ein Aurelion. Aurelion. Ein Aurelion-Spieler. Was? Ich will Dragon Soul spielen. Ein Aurelion-Spieler. Nein, ein Aurelion-Spieler. Aber die Shyvana, die da war, hat halt ein scheiß Item. Es gab keine Träne in diesem Rodell und ich brauche noch eine Träne. Ja, das Einzige, was ich hier gebraucht hätte, wäre das BF, was du geklaut hast. Passiert. Ja, und ich hätte den Aurelion gewollt. Darüber können wir reden, wenn du 54 AP hast. Den 50, Digga, erst ab... Ja. Yannick, alles unter 10. Da darfst du anfangen zu reden. Da fängt das Spiel an. Unter 10. Das ist sind meine Studien. Meine Studien, meine Erfahrungen in diesem Spiel.
Alle gesammelt, bis zum Gipfel, ausgerechnet, was auch immer. Das habe ich einfach durchgespielt. Ja gut, ich wollte schon einen Sharpshooter, jetzt ist es leider nur eine Tristana, aber was soll's. Ich kann nicht drauf warten, dass ich irgendeinen anderen Chosen. Die Diana. Orakan, ja, bitte. Oh, Digga. Nasus ist aber ein Hardcounter zu mir, weil er auch Attack Speed wegnimmt. Ja. 50% weniger ist. Ah, ein Handschuh wäre mal was schön. Ist halt leider 50% weniger. 50% ist weniger als 50% weniger. Aber einfach noch keine guten Units. Das ist richtig belastend. Ich könnte. Kann ich? Bräuchte gleich noch irgendwie einen dicken. So ein Vega wäre geil. Ich hab einen Vega auf Level. Eifersucht. Zwei. Eifersucht. Eifersüchtig ist der Junge. Wenn defendert hat er sich. Ja. Wirklich. Ey, müsst ihm zu Kopf gestehen. Olaf. Wirklich. Auch mal. Olaf, wenn du auf Slayer gehst, super lächerlich. Na. So, da ist ja. Kingi 2. Ach, der dicke Diana, hallo. Ach, Warlords. Love you. Mann. Der Infinity Edge Garen sie alle zu knechten. Jax auf 3, ja, fühle ich. Alles klar, der göttliche. Springholz, er hat das Spiel doch auch schon wieder gewonnen. Springholz, was? Ja. Ja, ganz ehrlich, mit Jax auf 3 und Nasus auf 3. Junge, Digga. Ja, Digga, wieso hat er auch einen Dreier Chosen Tam Kinch? Da mache ich gerade noch keinen Schaden dran. Same. Da bin ich ja anders lost. Gib mir Magier. Brauch mal kurz einen Tank und ich hier jetzt nicht sterben. Ja, kommen wir. Das mal. Ich doch nur eine Shyvana auf 2 wäre die Welt schon wieder angenehmer. Okay. Weil die ersten 3 ziehen halt gerade schon richtig ab. Weil die spielen halt auf die Traumkommst. Oh, Spachtli? Nee, oh, Items, halt. Eine Träne! Pock. Ich will doch nur einen Handschuh! Nein. Und eine 2. Ja, ich merk's. Shyvana. Voila, nein. Oh, da war eine Annie. Hoppala. Ne, nicht mehr viel. Voila. Nein. Voila, ja. Hey, ich krieg nichts. Macarena. Hey, genau. Genau. Oh, Mann. Ja, komm, Brother, it is. It is what it is. It is what it is. Ich hatte 2 Shyvana, die hat einfach bei ihren Passive und Damage verdoppelt. Ach du Scheiße, was ist das für ein Frosch? Ja. Du, mit denen hast du wirklich Spaß. Ich war ja Shyvana mit Double Lifesteal. Hat Tobi auch einen dicken Frosch oder was? Nee, ich spiel gerade. Achso, ich spiel gerade. Ja. Junge, ich krieg so aufs Fress, weil auch mal. Ja, same, Alter. Tobi, ja. Das sind einfach Runans Hurricane. Ja. Und der andere nicht. Scheiß, bei dem ich gerade vergessen habe, wie er heißt. Chojans. Ja. Da machst du wirklich nichts. Da machst du nichts. Da habe ich den deutschen Start hops genommen. Wieso den Deutschen? Krieg ich hier nichts. Och. Mann, wäre ich doch nur auf Slayer gegangen, so eine Tame. Ja, ich brauch hier eigentlich einen Tank. Aber jetzt ist es die 1er Lulu. Oh, okay. Ja! Nein! Meisterschütze. Vielleicht. Hallo, Janne. Zu spät. Aber egal. Ich bin gespannt, was die Bäume machen. Erstmal wirst du hochgeschleudert, fühle ich. Was kann man gut mit der Annie machen? Damage. Da kommt die Gunblade-Katharina, die das alleine macht. Kein Damage ohne Weiger. Aua. Die Schwester-Boys machen nicht genug Damage. Ganz ehrlich, ich habe ja noch gar keinen einzigen Weiger halt überhaupt gefunden. Ja. Dem bräuchte ich echt mal. Aber ganz ehrlich. Hallo, was kann man auf eine Annie machen? Ich nehme den 1% Orden mit, schon. Ja, ich habe gerade auch den 1% Asie gerollt, der wird auch mitgenommen. Ja, komm, scheiß drauf, wenn mir hier niemand antwortet. Ja, Mann, ich möchte dir nicht helfen, was? Weil wenn ich dir helfe, wird meine Chance auf einen Win gesenkt.
Ja, gut, das. Was war denn die Frage, Martin? Was man mit einer Andy gut machen kann, aber... Tank. Was? Tank. Ja, ich weiß, aber... mit meinen Items... Hallo. Was ist denn das? Oh, ach, das. Mit deiner Items. Wieder die Dreier Diana. Vega, tu was. Tröd. Tu was, Vega. Toxisch. Boah, also dieser 1% Vega, Asia. Please. Der 1% Asia mit seinen Sklaven, die helfen eigentlich ganz gut aus. Ja! Was ist mit der Katharina? Das ist anders. Wie hat sich die denn geheilt? Weiß es nicht. Hat sie sich geheilt? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hab nicht hingeguckt. Tobi, der Typ hat auf seiner Katha ja nur Gunblade. Oh, das war so unglaublich knapp. Och, Mann. Hättest du Rage? Wäre das jetzt im Kasten? Ja. Oh, noch ein Horn. Was will ich denn davon? Das frage ich mich auch gerade. Also ich würde sofort... Ich weiß, bist du, was ich denke? Ja, da ist eine. Oh. Ja, was war das gerade, Martin? Ja, puh. Ja, das war pure Freude. Was meinst du, die Ass oder die Ass? Oder die... Nein, was will ich denn jetzt haben? Das ist ein Sisi, wirklich. Ich kann meinem Aurelion Shojin und Spellcrit geben. Oh, warte mal, das ist supi. Ich will jetzt auch ein Aurelion haben. Warte mal, kann ich schon einen haben? Natürlich kannst du schon einen haben. Hast ja, doch, 5%, ja gut. Ja, 5% ist vielleicht etwas wenig, aber du kannst ihn haben, ja. Das stimmt. Gib! Ich weiß nicht, ja komm, level up. Scheiß drauf. Mann. Theodore Hurricane. Doch einfach sagen. Nee, komm, Lulu, du bist es einfach. So. Bin ich blöd? Ja, ich bin dumm. Mein Kopf, der war einfach AFK, als ich mir ein Item geholt habe. Ach nein, da ist, ich sehe den Aurelion doch. Und ich weiß, er wird alles one-hitten können. Ja, Tobi, nicht schon wieder. Ja, aber warten. Es muss, wenn man Vega nicht drückt, dann läuft halt nichts. Er hat es nicht gewonnen-hittet. Ich bin raus. 14 Damage. Einfach raus. Auf den Punkt genau. Danke fürs Spiel, dass ich meine Items erst so spät bekommen habe. Ey, Tobi, nein, das kannst du nicht Junge, tun! Was ist mit deiner Annie, Junge? Ja, Annie ist weg! Annie ist einfach da! Ey, Junge! Die kriegst du nicht tot, no joke! Nee, das Ding no joke, ist, Mann! Martin ist trotzdem gleich raus. Nein, nein, los! Ja! Oh, ein Draw! Verdammt! Krass, Martin, beim Draw wärst du auch rausgeflogen. Ja, ich weiß! Es tut mir leid! Jetzt war klar, echt, dass ich rausfliege. Jetzt gönn ihm das doch, Yannick! Ach Mann, so tut mir leid. Der hatte gerade so die High Hopes gehabt. Ich dachte mir, okay, ich gewinne jetzt mal Fire in the League, komm in jetzt die Creeper und krieg mal gute Items. Und da wird meine Shyvana gewonshottet. Von einem fucking 1er-Unit. Fick Nidalee. Ja. Ach so, ja, Nidalee, ja gut. Ja, die Nidalee, die zwei Jahre Nidalee. Ich hatte auch meine Shyvana noch nicht chosen. Ich hatte auch noch keine Chosen-Unit. Ich hatte Annie und die war dick. Oh, die war echt dick. Der erste mit seiner Winstreak, ich hoffe, den mache ich weg. Hm. Nur Joke, wenn man Vega jetzt noch ein bisschen drücken würde. Also ne? Ich hab seine Kale gewonnen-hittet, das sieht eigentlich gut für mich aus. Oder? Ah, das sieht nicht gut für mich aus. Ey, lass mal ein neues TFT-Set machen. Welche Kombis sollen denn broken sein? Die alten. Die wir schon haben. Never. AKA Duelist, Warlords und Sharpshooter. Yannick, never change the running system. Ist aber langweilig. Ja, aber wenn... Jetzt, wo Jin nicht mehr da ist, muss ich ihn anderen überführen. Ja, aber wenn ich dir dasselbe unter einem neuen Namen verkaufe, verdiene ich am Ende mehr. Weil ich auch nichts dafür gemacht habe. Yay, let's go. Ja. FIFA, iPhones. Viel zu krass. Dasselbe. Damage, Alter. Ich schreibe einen anderen Namen drauf und sage, oh, da ist irgendwas Neues. Du denkst, ja, geil. Muss ich haben. Ja, und nicht vergessen, ne, Preis irgendwo mindestens 50%, ne? Das ansonsten ist das nicht mittlerweile gut. Billiger als Samsung-Handys. Zumindest die Flagships. Warte, gucken wir direkt mal nach. Da kommt er direkt. Das neueste von Apple war 12, ne? Keine Ahnung. Pro Max. Das kostet aber genauso viel wie das größte Flagship von Samsung. 12 Pro. Dafür sind die Generationen darunter deutlich billiger geworden. Max. Ja, es ist auch besser so, dass die älteren Sachen günstiger werden, ne? Apple. Nee, nicht nur so einen normalen Apple, so ein bisschen was, sondern halt wirklich billiger. So. Oh. Da werden sogar nur Monatsraten angezeigt auf der Apple-Seite. Ja.
Weil denen das sonst zu hoch ist wahrscheinlich. Alex, nur weil du ein Geringverdiener bist, muss das jetzt nicht an Apple auslaufen. Nee, pass auf. Pass auf, mit einem 6,1 Zoll Display 1150 Euro. Mit einem 6,7 Zoll Display hast du 1250. Das ist das Flaggschiff von Apple. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, mein Handy hat knapp unter 6 und das ist schon wirklich eigentlich mir schon fast zu groß in der Hand. Was ist das neueste von Samsung? 21, das ist 21, warte, ich guck gerade. Jetzt kaufen. Oh, ich gewinne gegen ihn. Was hat der denn für ein Tabencage? Ich verliere schon wieder, das ist auch belastend. Ungefähr bei 1000 Euro, 1200, je nachdem welcher Variante. Digga, ich wär so glücklich, wenn ich mit der 1% Chance die Samira bekommen hätte für einen 6er Sharpshooter, ne, und nicht den Asia. Was ist es? Och, na, Moment, was ist das denn? Ist es der Blitzcrank-Hook? Ja, es ist der Blitzcrank-Hook. Was machst du? Er ist für Nuno eigentlich ganz witzig. Du hookst, die Unit, die am weitesten weg ist, wird zu dir rangehockt. Ja. Wow, für dich. Okay, das ist sehr gut. Alles klar, nehmen wir mit. Besonders für Nuno. Ja, darum, ich hab gerade auch direkt umgestellt den Asi in die Ecke, damit du den nimmst und nicht meine Nidalee, weil die Nidalee der Damage ist. Junge, okay, den Asi haben wir dann mal gehookt, fühle ich eigentlich den Punkt. Das ist aber ein Einser, Junge, dass er carrying kann, wenn der lässt auch schon wieder ein Verbrechen. Sie heilt sich gegen... Tobi, bei mir heilt sich keiner, will ich nur gesagt haben, ne? Okay. Und sie und Junge, die ist immer wieder voll. Ja. Junge, wieso heilt die sich so? Was ist ihre Ult? Junge. Na, ey, da wird halt eben mehr AP. Was? Der hier ist schwierig. Junge, das fühle ich richtig. Alle 2 Sekunden kriegt sie 10 AP dazu. Digga, und ich war gerade schon so überlegen. Tobi so. Geil. Ja, Digga, jetzt heilt die sich auch noch gegen. Und ich so, wer heilt sich denn hier? Ja. Junge, das ist. Ja, keiner, wie man also gesehen hat. Ich drauf, ja. Digga, ich hab keinen Lifestyle. Das haben die Items nicht hergegeben. Mit Vega auf 2, das könnte jetzt nochmal böse werden. Solange nicht gewonnen. Scheiß auf Vega, Annie ist das Ding. Das stimmt auch wiederum. Annie muss halt nochmal mit Team besser aufstehen. Annie ist auch sehr schön. Ja. Perfekt, erstmal den Pike rangeguckt, fühle ich. Ja, ganz entspanntes Ding. Jetzt macht sie weg. Wunderbar. Ja, jetzt braucht Tobi nur noch so ein Elderwood-Item. Ja, was ist das Elderwood-Item? Negatron-Cloak und Spachtel. Okay. Oder alternativ, falls es jetzt hier drin ist, eine Pflanze. Aber es sieht nicht danach aus. Nee. Nein, was könnte ich denn hier gebrauchen? Oh, ich glaube, so ein Warmox mache ich überhaupt nichts falsch. Der Warmox ist immer gut. Ja, komm auf die Dudus. Kannst du auf Nunu packen, weil Nunu macht mir damit schon sein Beiß. Bis je mehr Leben er hat. So, ob meine Nidalee jetzt auch noch Spellcrit hat? Oder? Warte, ich lese nach. Ja, doch. Weiß ich nicht. Was ist zwischen weniger HP jetzt selber kriegen 50% mehr Damage und es ist 2 Damage. Ja. Ergo, machst du den Nuno Tanky, macht er mehr Damage. Was auch schon als Konzept dumm ist. Das stimmt. Du hast einen Tank, okay, dann macht er auch noch mehr Schaden. Haha. Das ist kein Nuno. Tobi. Ja, du hast recht. Ja, ich will aber trotzdem da mal ausprobieren. Wollte ich gerade vor, aber das Item die nehmen. Die Tank-Lulu, sie alle zu knechten. Ja, stimmt schon. Ah nein, ich habe Mario Kai geskippt. Der Mario Kai. His Goals. Abion. Mario Kai 3 kriegst du, glaube ich, auch nicht mehr so spät im Spiel. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem auf Level 8, von daher. Ja. Müsste es halt noch 3 Mario Kais kriegen, die Chance dafür ist zu gering. Könnt ihr wenigstens den Blind Vega, tu doch was! Ja. Jetzt one-hitted diesen Jax, dieser Jax countert mein gesamtes Prinzip. Ja. Aber diese Diana. Okay. Mann, ich brauch doch noch Arnolds. Mit seiner bloßen Existenz countert er mein gesamtes Team. Ja, du brauchst das Item. Ja. Ich wollte erstmal einen Spatel. Und Spatel?
Ein Spatel dann, und noch ein Negatron Cloak. Nee. Ich hab ja auf der Annie einen. Ich hätte auf der Annie einen. Ah, ja. Da ist ja einer. So ein Ding. Deswegen, also mit Spatel, das wäre. Ich finde die QSS auf dem Ohr auch wild. Wenn du dir ja. Nichts an kannst, dann kannst du dir nichts an. Bum bum. Ja. So sieht's aus. Ich hab Zweiger gesehen, aber jeder das seine. Oh, gegen den habe ich ihm das letzte Mal Haus so verloren, nur weil er seine. Ja, nur weil er eine Katharina hat. Achte mal bitte auf die Kale da in der Nähe. Also, die senden gleich so ein paar Wellen rüber, das ist wild. Jo! Katharina! Ja. Oh! Das war so knapp! Vega, komm, nochmal! Ja. Hau einen Vega, raus! Du musst! Ja, okay. Nein, Lulu. Jetzt müsste die Lulu halt Gas geben. Die Lulu, Vega gibt Vega Gas! Komm. Drückt na. Halt richtig. Ja, das hast du nicht mehr. Das hast nee, du das glaube ich auch nicht. Das ist zu knapp. Nee, ich sehe die HP von der Lulu. Ne, das ist so geil, ne? Junge, was ist das? Ja, das ist unentschieden. Unentschieden, Junge. Kill ist der. Also, das fühle ich richtig, um ganz ehrlich zu sein. Ja, gut, den Jordan muss mit. Ja, Digga, ich hoffe, der Typ spielt gleich noch 3-4 Mal. Jo, und noch ein Warbox, let's go. Diesmal aber wirklich auf Nunu. Ja. Was ist das Item? Collector ist richtig garbage für dich. Ja. Bife auf dem Weiger schon am ehesten. Ja. Ey, auch gesehen. Ja, gut. Würdet ihr Warmox jetzt leider auf die Lulu raufhauen oder lieber auf Nunu? Nunu. Nunu, okay. Auf die Nunu. Alles klar. Dass die Lulu überlebt, ist im Moment nicht dein Problem, sondern dass der Nunu kommt. Ja, das stimmt. Ja, gut, okay, stimmt. Junge. Aber unentschieden kann ich noch rauszögern. Ja, leider. Unentschieden ist immer drinne. Leider, ja. Es ist halt so belastend einfach. Ja. Ach ja. Nimm das Gold mit, du Affe. Mann. Ja. Kannst den Mayokai auch verkaufen, die kriegst du nicht mehr auf 3. Ja, leider nicht. Aber Rakan und Vega eigentlich auch nicht. Vega schon eher als Rakan. Rakan ist nur eine 2er-Unit, wobei jetzt bist du schon relativ nah dran. Ne, Anim ist auch gut noch dabei gerade. Ah. Junge. Ey, irgendwie habe ich Kopfschmerzen. Das ist nicht gut. Mit dem Ball läuft es aber auch noch gut, ne? Ja. Also, bisher ist es entweder gewinne ich, es ist knapp, oder ich krieg bei dir auf die Schnauze wegen der Lulu. Ja, okay. Aber wie siehst du das ganze Geld, was der Weiger collectet? Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Aber so, Tobi, das, was zwischen dir und mir passiert, würde ich auch nicht als... Ich weiß nicht, wie es nennen soll. Irgendwoher einen Spellcrit kriegst, ist der Weiger richtig wild. Ja. Ja. Ich würde trotzdem gerne noch den Rakan kriegen, ey. Ja, ein Dreier Rakan, der kann schon was machen. Ja. Ich würde Rakan mit der Zaya tauschen. Tobi ist gerade dabei, Eldaro zu spielen. Alter, was ist da los, Tobi? Und es funktioniert. Ich weiß auch nicht mehr. Jonas, bist du müde? Ja. Jonas, ich habe von einem Experiment gehört. Ich habe dich heute Morgen gegrüßt, Tobi. Also, das stimmt. Das stimmt. Das alles, war auch echt alles für die Wissenschaft. Ja. Merkt das schon. Also ich bin über 50 Stunden jetzt wach und ich bin immer noch wach. Wow. Mensch, wirklich wach. Respekt. Wirklich Respekt. Ich würde das nicht schaffen, dafür habe ich Schlaf viel zu gern. Digga, ja, das stimmt. Digga, du weißt nicht, wie hart ich am Kämpfen war in der Nacht. Ne? Das glaube ich auch so. Das glaube ich dir, echt. Ich saß auf meinem schönen Sessel hier und bin da fast eingepennt. Ei. Ich habe nebenbei eine Serie geguckt. Ja, das Tobi, ganz gut. Tobi, eine Runde noch und dann kommt wieder Ohren. Ja. Also wenn du Bock hast, dich wach zu halten und unseren Nachbarn zu fucken, ich habe Ring Fit Adventure für die Switch. Ah. Wow. Da kommen die Nachbarn aber direkt rüber. Die klingeln dann aber morgens um 6 und fragen mich, ja, Sapalot, was geht denn hier ab? Alter. Sapalot. Tobi, die behindert sind. Wenn du die Annie schaffst, du. Ja. Wenn du die Annie schaffst und dann die auch noch zu Elderwood machst. Lulu und Annie und mehr brauchst du an Tank nicht. Nee, das glaube ich auch, aber Junge, ich brauche dafür noch diese eine Annie. Es war so ein Eben gerade gegen diesen Typen gespielt und Was hältst verloren. Du davon, wenn im Karussell gleich eine Annie einfach einen Spacht hat? Junge, dann wäre Liebe. Mann. Junge, Vega! Stream! Ja, ich mach nichts. Also, ich will das Spiel. Zeig sie!
Pickel oder eine entzündete Haarwurzel in der Achselhöhle, das tut mir nicht weh, Mann. Digga, Warmox, Warmox, komm! Ja, ich will das Warmox. Ja, Warmox. Junge. Digga, es war noch nie so belastend. Ja, Leben. Ich frag mich nur auf wen noch. Ich frage mich echt auf wen. Nimm doch Benny mit, Tobi. Ja, Benny. Annie ist ja sogar eine gute Entscheidung. Tobi hätte Vanguard Annie mitnehmen können. Ja, aber ich will Annie nicht auf Vanguard haben. Und das ist das nächste Item. Ja. Tobi, hol das Item. Ja, cool. Hol das Item. Was ist es? Ein Sonjas. Es ist Sonjas Paradoxon. Aha. Auf wen kann man das packen? Das ist eine gute Frage, Mann. Ich hab gar keinen von. Aber Vanguard vielleicht. Komm, Jonas, ich vertraue dir. Vegas blöd. Oh. Ja! Jo! Richtige Entscheidung! jetzt wird es Junge! Tobi, Depp! Depp! Wo ist der Pengu? Pengu, Skull! Skull! Lass mich das gegen Tobi Spot wenigstens überleben. Ich hab so ein dickes Power-Up gerade bekommen. Boah, ich hatte auch mal eine Kayle ohne Chosen auf Level 3, die hat alles gewone-shottet. Mit einem Auto-Attack. Oh Digga, Tobi, dein Bot wurde gerade eigentlich... Du machst aber keinen Schaden, weil... Tobi, dein Bot, der wurde gerade zermatscht. Nein, bitte nicht. Rageblade. Nom. Alter, die Stadt Abaddon's Rageblade wäre die broken. Und Nom. Ich hab Angst. Oh Mann. Skrrr! Alter, ja! Junge, also jetzt wird's echt unverschämt, um ehrlich zu sein. Ich würde es halt wirklich gönnen, wenn der Harald dir so ein Elderwood-Item ja, theoretisch auch kann der auch einen Spachtel noch so droppen. Das wäre so geil. Ganz, stimmt. Ganz niedrig die Chance. Stimmt. Ja. Mega, also. Weil das wäre echt so geil. Ich bin wirklich schon sehr lange Level 8 und ich habe keinen einzigen Samira gesehen. Also Tobi Spot habe ich ihm gerade richtig weggeklatscht, muss ich sagen, ne? Bin mal gespannt. Sehen, ob ich das Original auch wegklatsche. Bin ehrlich gespannt. Dein Bot, der wurde gerade wirklich zermatscht. Okay. Ja, wahrscheinlich schon, weil die Backline geschmolzen wird, bevor sie tanky ist. Ja. Ja, wegen, ja. Ja. Och, Mann. Und macht. Nee, ja. Ragnar hat noch nichts gemacht. Aua. Nein, er ist noch drinne! Ein HP und ein Traum. Und ich habe das gesamte Game über noch keine Samira gesehen. Und ich bin lange Level 8. In den ganzen Rondells war auch keine scheiß Samira. Die Tank, Lulu. Was soll das aus denn? Die hat schon ein oder andermal das Game gerettet. Ja, echt. Seine Tank, Lulu, hat schon oft das Unentschieden rausgeholt. Ja, ja, moin. Stimmt. Moin, Marvin. Moin. Ja, so, machen wir gleich zu 8 oder wie eine Runde? Nee, sind wir so viele? Wir sind 7. 5 Spartel. Ja, bitte. Hey. Oh. Ja, sammel. Ja, 12. Schade. Also, den Power Cheller solltest du auf die Lulu packen, dann neben dem Kannst du am besten sogar auf den Weiger tun. Nee, der soll noch Spellcrit bei. Ja, aber der kriegt das wird nichts. Der soll mehr noch Spellcrit kriegen, ja. Da musst du halt Glück haben und verlass dich nicht aufs Glück, mein Junge. Jonas, bist du immer noch schlaflos? Ich bin immer noch schlaflos. Eieiei. Schlaflos. Es fehlt nur ein Vaguer. Ich glaube, mit Vaguer auf 3 wäre wär die Map. Trinity gewesen. Force? Was ist das denn für ein dummes Item? Das ist ja alles. Ja. Ja, da freut Tristana sich. Gibt's einfach mal alles. Ich habe gerade auch den 2er Ohren noch bekommen. Jetzt sind wir 8. Ja. Weiß ich nicht. Nee, jetzt sind 7. Ich bekomme das Power-Up auf den 2er Ohren. Ja, Alex ist gerade dazugekommen. Jetzt sind wir 8. Und dann verliere ich. Ich kann es rauszählen. Ja, mich auch. 6. Tobi ist jetzt auch. Okay. Nee. Jetzt. Tobi, ja, du gewinnst. Tobi gewinnt gegen den sogar. Ja. Ihr wisst, abknickern wird auf dem Server nicht gut getan. Nee, ich habe nie zugestimmt, deswegen bin ich kein Abknicker. Fühle ich. Das ist auch wieder wahr. Okay, next item, let's go. Tobi. Ja, Digga. Ja. 50% der Orden-Items Stärke der Unendlichkeit. Oh, Lu. Unentschieden wird dich ficken. Warmox und Ottenbogen.
Ja, ich will, also das Item von Ohren, das On-Item auf Nunu. Triforce. Sitzquellen-Cook hat er auf Nunu. Ist das. Warum Triforce auf der Nunu? Weil die Nunu einfach der MVP war, diese Runde. Ja, oh, ich hab die ganze Zeit gefragt auf Nunu. Ja, auf Nunu ist ein Blitzcrane-Cook. Ja, Triforce ist auf Nunu ein geisteskrankes Item. Bruder, wir sind geisteskrass. Oh, Junge, Vega. Ja, das machen Vega und Nunu. Junge, einfach. Es ist so krank. Vega ist so krank. Lulu und Vega, Dream Team. Und du gewinnst. Das fängt schon wieder ein bisschen ab, dass Tobi mit der kommt, gerade Erster oder Zweiter wird und ich heute mit einer eigentlich stärkeren Version, ja, wo er wohl kommt, Siebter wurde. Ja. Nur weil ja, ewig der Wichser mir wieder dazwischen steht. Stimmt. Der Vega, das plays uns. Die Sache ist die, ich springe heute. Der andere Typ, der hat mich lang gemacht. Ich hab Tobi lang gemacht. Und Tobi macht ihn wiederum lang. Das stimmt. Das aber ich musste ja wieder zweimal hintereinander gegen ihn spielen. Der dann auch unter den ersten beiden. Der ist ja nicht gut. Der ist ja nicht einfach nicht rausgeflogen, einfach nur weil ich meine Items nicht zusammenbekommen habe und mal wieder keine Chosen. Der Jax hat die Sharpshooter halt lang gemacht. Alleine. Was soll das? Ja, weil ich hatte heute, weißt du, schöne TFT-Runde fängt an. Ich krieg einen Early Vega-Deck. Der kann jetzt richtig schön hochstacken. Vielleicht krieg ich den auch schon Early auf 2. Ja. Erik denkt sich, Chosen Vega. Nehmen wir. Jedes Mal, wenn ich mit Erik spiele, er meine kommt. Ja. Vega, tu was! Ja. Junge. Wenn sein Jax jetzt auch noch irgendwie Schaden machen würde, ne? Alter, Tobi, er war nicht weg! Junge! Ein HP. Wirklich! Martin, danke, dass du mich am Leben gelassen hast, Mann. Gern geschehen, dass du gegen mich noch mit einem HP überlebt hast, aber Junge. Ich bin ehrlich, ich hab's dir nicht gegönnt.